geladen. Es liegt daran, ich glaube, jeder Mensch konfrontiert sich mit dieser Fragestellung, also mit dem Metaphysischen, was ist das Leben, wer bin ich und all das, was man halt jetzt nicht unbedingt ergreifen kann, weil im Endeffekt sind es diese Fragen, die nicht gelöst sind bei jedem Menschen, weswegen man Glauben und sowas entwickelt. Ich meine, auch ein Atheist im Endeffekt tut sich seine Glaubensvorstellung aufbauen, ob es jetzt seine vegane Lebensumstellung ist oder sonst was. Also im Endeffekt ist es halt ein Thema, das beschäftigt die Menschheit. Und es ist halt wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil wenn man überlegt, Leute bringen sich deswegen um, weil, nicht weil sie kein Geld haben, nicht weil sie keine Freunde haben, sondern weil sie einfach den Sinn für sich nicht gefunden haben. Und deswegen finde ich es halt sehr wichtig, dieses Thema zu verarbeiten und sich damit zu befassen. Und ich war halt sehr introvertiert, wo ich klein war und habe halt vom Kindergarten viel gezeichnet und Zeit damit verbracht, meine Innenwelt zu erforschen, also mit meinen Gedanken und so weiter. Und da sind halt solche Gedanken aufgekommen wie, woran glaube ich, was ist die Welt, was ist überhaupt das Leben, wieso existiere ich und was weiß ich. Und diese Thematik hat sich halt, wie gesagt, in dieser Arbeit ziemlich überall geformt. Es ist praktisch eine Visualisierung dieses Gedankens. Wenn man einen Gedanken visualisiert, dann hat man es wie eine Landschaft vor sich. Man kann ihn besser wahrnehmen und ihn besser verstehen, als wenn man ihn für sich innen drin behält. Das passiert, wenn man mit Leuten redet oder auch Musik macht oder in sonst irgendeiner Form. Ich visualisiere es halt in Bildern und auch in anderen Formen, aber also in diesen Arbeiten eher, also das sind alles Bilder. Ich mache auch andere Sachen, aber bleiben wir mal beim Thema, also bei den Bildern. Ja, zum Beispiel ist halt so ein typisches Merkmal, so Augen, Farben, Symbole. Deswegen sieht man immer wieder, also zum Beispiel hier sieht man ja so eine Aufladung bei diesem Bild oder bei dem hier. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt, sagen wir mal, bestimmt aussuche. Das ist eher so Unterbewusstsein. Also es spricht mehr aus dem Unterbewusstsein. Das ist also nicht, ich glaube nicht ein Zufall, aber es ist halt, es entsteht im Prozess. Ich denke nicht jedes Mal dabei, okay, ich male jetzt, keine Ahnung, den Zyklus des Lebens oder sowas. Ich fange einfach an und irgendwann befasse ich mich einfach mit meiner Psyche, mit dem, was mich beschäftigt, und dann kommt es von alleine raus. Zum Beispiel hier sieht man ja so Schamanen und Tieren mit Gesichtern. Also die Natur ist auch ein grundlegendes Symbol in dieser Sache, weil wir denken immer, wir wären was anderes, aber im Endeffekt, wenn man es von weit betrachtet, sind wir auch nur auf einem blauen Planeten und einfach nur ein Geschöpf. Und wenn man uns analysiert, geht es bei uns auch nur um Ficken, Essen und Schlafen. So. Das ist so, im Endeffekt, wir sind ein Tier, sind wir, und deswegen können wir nicht so tun, als ob für uns andere Regeln gelten. Wir bestehen auch aus Fleisch und Knochen. Und hier sieht man es auch wieder, das Bild heißt auch Geist und Materie. Man sieht diese Elemente, Fleisch, Aura, dass dieses Geistliche symbolisiert. Hier wieder, hier wieder. Hier sieht man einen puppenartigen Körper. Das war mir wichtig, dass er puppenartig ist, weil man versteht, die Puppe ist nur ein Werkzeug. Eine Puppe kann man auch nur mit dem Puppenspieler bedienen. Also wenn außer Fleisch und Knochen muss da was sein, was diese ganze Mechanik so gesagt antreibt. Und deswegen lege ich da besonders einen Fokus drauf. Und es geht auch oft um philosophische Fragen, also die wieder existenzbedingt sind. Zum Beispiel hier, das Bild ist etwas älter, man sieht einen Mann, wie er ein Buch liest. Und da ist es, also bei philosophischen Themen muss ich sagen, ist es schon strukturierter, ist es durchdachter in meinen Bildern. Also da habe ich schon eine gewisse Ordnung, weil man da etwas geplant konstruiert. Eine Philosophie kann man aufschreiben, das ist etwas Manifestierbares. Und deswegen ganz durchdacht sieht man im Hintergrund
Deswegen im Hintergrund, weil es im Unterbewusstsein ist. Es ist praktisch symbolisch hinter ihm, weil er es verdrängt. Man sieht eine alte Frau oder Mann, der in sein Ohr flüstert, einen anderen geistlichen Körper, der ihn auf etwas hinweist. Der hält ja so eine Schrift in der Hand. Und klar kann jeder das jetzt anders für sich definieren und so und wahrnehmen, aber ich werde es jetzt erklären, damit man so ein bisschen versteht, wie ich mich reindenke in meinen Arbeiten. Und für mich ist es halt zum Beispiel, dieser Geist ist die Erfahrung und der andere ist der Verstand. Weil